Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tear Away Unfolded. Und wie ihr seht, es geht tatsächlich so. Es war wirklich ein Spielfehler. Als ich dann das Spiel neu gestartet habe, als das Level, war ich in dem Raum mit dem Eichhörnchen. Da ging der rote Vorhang einfach nicht auf, weil das Spiel gedacht hat, ich habe die komische Kugeldame noch nicht darüber gerollt. Muss ich das komplette verfickte Level nochmal machen. Boah. Leck mich am Arsch. Hoppala. So. So, langsam könnte auch echt mal das Ende kommen. Natürlich nicht. Ach ja. Ups. Hat's gemacht. Wir wollen auch echt nochmal alles zeigen, was man mit dem Ding machen kann. Mit dem Controller. Na komm, vor und links. Und zurück und vor. Ach Mann. Hop, hop. Was kommt jetzt noch? Noch ein neues Level. Juhu. Lass mich raten, ich darf ihr Gesicht bemalen. Die Kurierin war unausgeliefert, ungelesen, ohne ein Wesen, das sie führt und ihr hilft. Gib ihr noch eine Chance, befreie sie, damit sie ihr Wesen finden und ihre Geschichte beenden kann. Anstrengend. Und tschüss. Arrivederci und bye bye. Du hast es geschafft. Ja, genau so. Begib dich auf den Pfad der Ungewissheit. Spring! Ja. Nee. Ich spring mal weiter. Ich komme nicht mehr weg. Ich kann nicht auf die. Oh, ich kann nicht von der Insel runterfallen, schade. Wir sind fast am Grund unserer Welt. Ein Ort voller Schatten, Dinge, die nie geschehen sind. Und voller Echos der Dinge, die passiert sind. Hör zu. Hört dich das Wesen noch? Lass mich seine Stimme hören. Lass mich sie hören.
Schließe bitte ein Mikrofon und drücke oder drücke. Hallo? Okay, geht nicht. Also das Spiel hat ja echt seine schönen Stellen und sowas. Weg mit dir. Ist an sich echt gut gedacht. Es nutzt den Controller aus. Ich glaube, das erste Spiel, das ich jemals gesehen habe, das den Controller überhaupt mal nutzt. Ist recht schön gestaltet, kindsgerecht, aber auch Erwachsene können spielen. Ist ein bisschen herausfordernd an manchen Stellen. Aber ganz ehrlich, irgendwann ist es halt auch echt genug. Nein. Mann. Ich krieg so langsam echt Wusa. Ganz ruhig. Doink. 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 Mit. Was wollt ihr denn? Trophäen, 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 alles was sie wollen, macht ihnen eine. Oh, was für ein Trophäe, was für eine Belohnung. Für die Jotas. Hallo, ich bin gerade auf meinem Abenteuer und bin wieder zurückgestrichen. Ich hab dich gedrückt. Mann. Zack.
Ach komm. Irgendwie der Controller ein bisschen schussig. So. Wollen sie aber nicht echt alles zeigen, was der Controller kann, das ist echt übel. Wo bin ich denn jetzt? Da lang muss ich? Ja. So. Ich hab... Ach man! Was ist denn das für eine behinderte Scheiße, das Spiel gerade hier, ey? Wie soll man das denn machen? Aha, da hoch. Ach, komm mal! Ich hoffe, das ist der richtige Weg, sonst flieg ich aus. Danke. Ist jetzt nur zu so einem blauen Geschenk oder sowas führt der Weg, dann raste ich. Thank you.
Oh Leute, ich habe langsam keine Lust mehr. Hallo, ich komme von den Sternen. Ja, sie sind ehrlich gesagt gar nicht so besonders. Könntest du bitte einen atemberaubenden Stern für mich machen? Ja. Wow, komischer als alles, was ich da draußen gesehen habe. Kannst du schon mal nicht. Mann. Sich den lang. Scheiße, Controller, was ist mit dem los? Kriege langsam das blanke Kotzen, blanke Kotzen, blanke Kotzen, kriege langsam das blanke Kotzen, la 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 la. Ja, jetzt fliege ich da auch noch durch. Ja, nee, ist klar. Ja, was soll's denn hier weitergehen? Das ist doch zum Piep, 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 piep. Manometer. Ich check halt nicht, wo es hier lang gehen soll. Kann ich hochhüpfen und dann? Das
mir ganz klar überlegen, wo könnte es hier denn weitergehen? Ich check's gerade echt nicht. Ich bin gerade so komplett raus, wo es hier in irgendeiner Form weitergehen könnte. Ich check's so überhaupt nicht momentan. Ich habe so ein echtes Gefühl, dass ich einfach komplett falsch bin. Vielleicht sollte ich nochmal zurück umdrehen oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und wie komme ich denn wieder zurück? Nee. Oh Mann. Achso, okay. Das ist ja die Frage. Ich habe keine Lust mehr, noch fünfmal irgendwie den falschen Weg zu laufen. Das ist ja echt die Frage, wie ich da irgendwie richtig hinkomme. Da kann ich nicht entlang. Was sind diese fallenden Steine? Haben die irgendwas zu bedeuten? Ich glaube nicht. Ich hoffe es zumindest mal nicht. Ich check's nicht. Wie soll ich da drauf springen? Einmal drauf und dann. Hier geht's auch nichts weiter. Bin ich von hier. Bin ich von hier gekommen oder bin ich von hier gekommen? Bin ich von hier gekommen, wie geht's da weiter? Ich Idiot! Ja gut. Manchmal bin ich echt bescheuert. Mann! Folge doch einfach dem Weg, der da ist. Oh, scheiße. Was ist denn mit dir, Controller? Der reagiert. Der läuft weiter, obwohl ich gar nicht mehr in die Richtung rücken. Guck. Das ist natürlich in dem Level grandios. Spring doch! Ich drücke die X-Taste und der springt halt nicht. Hab, hab, hab. Oh, toll, ein Geschenk. Ich freue mich ja so. Boah, frag mich mal, wer spielt denn das Spiel bitte komplett mit 100% Ende? Kriegst du doch einen Nervenzusammenbruch. Genug ist genug, irgendwann ist echt zu viel. In jedem Spiel. Vor allem das Problem ist halt einfach da, es war wirklich ein schönes Spiel. Kann man spielen, hat einige Innovationen, benutzt den Controller etc. Aber jetzt gegen Ende ist es halt einfach nur noch eine Ansammlung von, ich muss noch weiter, noch ein Level, noch ein Level, noch ein Level. Nochmal alle Controller-Features zeigen, nochmal was der Controller alles Tolles kann, was wir alles Tolles programmiert haben. Ich hätte da noch echt einen zweiten Teil oder so packen können. Kleiner Iota, du bist sehr weit gereist.
trotz aller Ungewissheit und hast deinen Weg gefunden. Aber wo ist das Wesen, dein Freund? Hat er sich verirrt? Nein, er ist noch bei uns. Du bist noch bei Iota. Du hast ihm geholfen und ihn geleitet. Zusammen habt ihr eine Geschichte erschaffen. Die Nachricht wurde geschrieben. Doch noch ist sie nicht ausgeliefert und gelesen. Überbringe die Nachricht, Iota. Lass alle deine Geschichte lesen. Ja, bring sie mal endlich. Mann. Hopf, hopf, hopf. Hopf, hopf. Rock. Hallöchen, Mungo! Kannst du dir rüberwerfen? Nein. Die Schnipsel! Und das soll jetzt nicht sein. Ja, ist klar. Jetzt ein kleiner LSD-Trip. Und weiter geht's mit dem LSD-Trip. Was guckst du, hä? Ja, jetzt ist es auf. Ah, oh, jetzt läuft die Nase auch wieder. Ich krieg grad echtes Kotzen. Mann. Kann ich jetzt endlich die Nachricht lesen? Oi. Wenn da jetzt nichts Weltbewegendes drinsteht, ich schwör's euch. Drücke, um zu blättern. Ich bin aufgewacht. Ich bin aufgewacht. Wo war ich? Ich bin aufgewacht. Wo war ich? Wohin sollte ich gehen? Wen sollte ich um Hilfe bitten?
in Gefahr? Ich habe das Chaos aufgerollt. Ein Eichhörnchen gab mir ein Geschenk. Ich habe etwas am Himmel entdeckt. Ein großes grünes Gesicht sagt, ich könnte ihm trauen. Und seit um 366 Mal gesprungen. Wir haben 38 Augenkisten zerstört, gerade mal. Der Himmel war stürmisch. Ich habe etwas danach geworfen. Aber das Ding kam zurück und war ganz warm. Ich versteckte mich in einer Scheune und fand einen Schreihals. Ich trug in einem Berg hoch, um mit dem Himmel zu sprechen. Aber der Himmel war böse und warf eine Augenkiste auf mich. Ich bin runtergefallen. Ich war verloren. Diese Fieslinge waren überall. Ich habe einen Freund gefunden. Doch er wurde mir wieder weggenommen. Mongo. Wo war er bloß hin? Hatte ihn das Meer verschluckt? Oder hatte ihn der Himmel entführt? Ich habe meinen Freund überall gesucht. Über der Erde. Und darunter. Du hast 52 Kubikzentimeter Schifferklavierwind benutzt. Aber nicht yay. Nur ich habe meinen Freund vermisst. Wir haben ihn vor den Augenkisten gerettet. Ich musste mit 594 Augenkisten kämpfen, bevor mir zugehört wurde. 594 habe ich bekämpft und 38 davon zerstört. Ja, gut. Jetzt sehen wir die, wo ich Hunde geworfen habe, zählen wohl nicht als zerstört. Wir sind alle wieder vereint. Ich habe über alles nachgedacht, was passiert ist. 45 Fotos habe ich hier gemacht. Er war auch mein Freund. Er war die ganze Zeit da. Und hatte mir bei meinem Abenteuer geholfen und eine Geschichte erschaffen. 316 Mal bin ich unterwegs gestolpert, also auf gut Deutsch gesagt gestorben. 316 Mal aber gestorben. Eine Geschichte ist nur dann eine Geschichte, wenn man sie teilt. Diese hat mich geteilt. Unsere Geschichte. 99.159 Schritte gelaufen, um zu dir zu kommen. Du hast meine Welt gesehen. Aber deine habe ich mir nur vorgestellt. Same years. Erschaffe mich, mach mich zur Realität. Dies ist deine Welt. Mach daraus eine Welt der Geschichten. Ende. Ja, und das war endlich das Ende von Let's Play The Way Unfolded. Oh mein Gott. Also das war jetzt echt ein langes Let's Play. Ja,
machen wir mal ein kurzes Fazit drüber. Genaueres Fazit seht ihr wie immer auf meinem Gaming-Kanal Insane Gaming, wenn ich mein Review zu dem Spiel mache. Aber so mal gesagt, es war auf jeden Fall ein nettes Spiel. Hatte viele Innovationen, hat den Controller halt einfach sehr gut benutzt und viele Aspekte des Controllers, die man sonst in keinem Spiel überhaupt jemals braucht. War schön gestaltetes Level, es war alles so eine recht kindliche Grafik, dennoch schön. Ich denke, gerade Kinder könnten dieses Spiel ganz gut spielen. Für Erwachsene ist es jetzt vielleicht nicht so unbedingt atemberaubend spannend, weil letzten Endes kommt man immer weiter, man kann gar nicht failen, so außer ein paar bestimmten Stellen, wo man sich dumm anstellt oder wo halt das Spiel buggt. Aber sonst, man kommt immer weiter. Man muss im Grunde nur einen Weg gehen, immer weiter. Man kann gar nicht so richtig scheitern. Deswegen fehlt einfach ein bisschen die Dramatik in dem Spiel. Gut, ich denke mal, dass dieses Spiel auch wirklich für die jüngere Generation angelegt ist. Deswegen ist es hier zu entschuldigen, auf jeden Fall. Die ganze Sound und sowas von dem Spiel ist so recht schön. Die Geschichte ist an sich eigentlich auch ganz lustig. Nur wurde alles am Ende gestreckt. Und man hätte schon irgendwie ab drei Viertel vom Spiel einfach einen Cut machen können und dann wäre es ein schönes Spiel gewesen, fertig und vorbei. Aber nein. Dann wird noch ein Level und noch ein Level und noch ein Level und noch ein Feature und noch ein Feature und dann noch ein Level und noch ein Level und dann noch ein Level, in dem nochmal alle Features mit drin sind. What the fuck? Warum? Brauche ich nicht. Brauche ich echt nicht. Es war einfach, ab dem Moment war man einfach gesättigt. Ich glaube, es war so, hat angefangen, wo Iota zur Sonne gesprungen ist und dann diese komische kleine Kistenviechlieder kam und gegen ihn getoben ist. In dem Moment war es dann einfach alles, was da kam, glaube ich, zu viel. Ab dem Moment hätte man im Grunde echt, hätte einfach zur Sonne fliegen sollen, das Spiel wäre vorbei gewesen, fertig, boom, Granate. Man hätte nichts anderes von der Story verpasst, weil so viel von der Story kam jetzt danach auch nicht mehr. Features hatten wir jetzt auch nicht mehr so viel neue danach gehabt, Charaktere nicht, alles mögliche. Also in dem Moment hätte man wirklich einen Cut machen können und dann wäre es wirklich perfekt gewesen. Wäre es wirklich ein super geiles Spiel gewesen. Naja, also es wäre ein gutes Spiel gewesen. Super geil ist wieder ein bisschen was anderes. John, Ozzy, Osbourne, what? Ja. Trotzdem war es nett. Man darf es nicht komplett verfluchen, auch wenn ich die letzten Folgen nur noch geflucht habe. Aber mir ging es einfach nur auf den Keks und dann noch das Naserlaufen und das Niesen und... Ich glaube, ich habe bei noch keinem Let's Play so oft gesagt, so, das ist jetzt das letzte, ja, das ist jetzt die letzte Folge. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Bestimmt kommt danach das Ende. Ja, und so auf falsch gelegen. Ja. Auf jeden Fall, es war im PS Plus aber zu kriegen, für umsonst war das Spiel wirklich, wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Es sind ja viele Spiele in diesem PS Plus Abo dabei, auch mal gratis Spiele. Das sind irgendwelche kleinen Indie-Projekte, sind die zum Teil auch noch wirklich sehr schlecht sind. Aber das war jetzt wirklich ein Spiel, das sich für PS Plus Abonnenten wirklich gelohnt hat, sich auch zuzulegen. Aber wenn ich mir vorstelle, nicht jeden interessiert das Spiel. Also auch für mich sind solche Spiele eigentlich nichts. Das ist mir zu ruhig, das ist mir zu langweilig, die Geschichte ist nicht spannend genug und sowas. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt gespielt habe. Es war eine Erfahrung wert. Ich habe viel von dem Controller gelernt. Aber wenn ich da mal gucken muss, was mit dem ist, weil der kackt irgendwie in den letzten Folgen doch ziemlich ab. Bewegt sich, obwohl der Charakter bewegt sich, obwohl ich nicht bewegen gedrückt habe. Wenn ich springen drücke, springt er nicht. Irgendwas ist mit dem Controller. Ich glaube, der ist mir gestern runtergefallen. Hä, weiß meine Freundin, glaube ich, noch gar nicht. Ja, jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall war es ein nettes Spiel. Ich bereue es nicht, es gespielt zu haben. Ich bereue es nicht, Let's Play zu haben. Und ja, kann ich jetzt auch schneller machen? Nee. Ah doch. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Let's Play wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play irgendwas auf Just Insane. Ansonsten schaut doch mal gerne meine anderen Kanäle vorbei. Meinem Gaming-Kanal. Insane Gaming, wo ich Sound of War Reviews momentan mache und auch Reviews zu den Spielen, die ich Let's Played habe. Und wenn ihr Anime-Manga-Fans seid, alle kleinen Otakus unter euch, schaut auf meinem Kanal Facefall TV vorbei. Alles in der Link-Beschreibung,
Alles in der Beschreibung als Link. Ich bin so durch. Dort mache ich viele One Piece Theorien, Naruto Theorien und andere Anime Manga Reviews. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao! Finally! Erleichterung!